Hallöchen, Leutings, und herzlich willkommen hier heute zu einer neuen Aufnahmesession Rise of the Tomb Raider. Ihr werdet es wahrscheinlich schon ein bisschen merken, vielleicht aber auch nicht. Ich nehme nicht mehr mit Bandicam auf. Wenn ich das vorher gewusst hätte, was mir das für eine Probleme bereitet, mit Bandicam zu nehmen, hätte ich es nie getan. Die Qualität war top. Und es waren auch nicht nur 28.000 KB pro Sekunde, Kilobytes pro Sekunde. Sondern es waren, wenn man dann natürlich auch gut könnte, dann wären es 280.000 gewesen. Was mehr als ausreichend wäre. Aber, jetzt kommt das Aber. Ich habe mit dem Lagerith Lossless Connector aufgenommen gehabt. Und ich glaube, ich habe eine 60-Frame-Aufnahme noch nie, selbst mit Fraps, nicht mit einem Bild pro Sekunde anschauen müssen. Ich habe die ganze Aufnahme versucht, dreimal zu rendern. Ich habe es zweimal mit Vegas probiert. Einmal mit Premiere Pro, wo ich mir eine Testversion runtergeladen habe. Und dann, als es dann mit Premiere geklappt hatte, oh mein Gott, das ruckelt. Als es dann mit Premiere geklappt hat, wenn es mit Premiere geklappt hätte, hätte ich es mit Camtasia sehr gerendert, dann wäre es für euch allerdings nur in sehr, sehr schlechter Qualität und so weiter und so fort. Deswegen ruckelt es hier wie Sau. So, wir gehen einfach mal weiter. Neues Basislager aufgedeckt. Verborgenes Refugium. Ah ja. Auf jeden Fall, in der letzten Aufnahmesession haben wir ja... Allein. Jacob ist vorgegangen. Er hat etwas an sich, das ich nicht recht beschreiben kann. Es ist seltsam, irgendwie tröstlich. Als könnte ich ihm alles sagen, ohne dass es ihn beunruhigt. Ich spüre kein Urteil von ihm. Trotzdem ist er schwer zu durchschauen. Mein Instinkt sagt mir, dass er gut ist. Er hat mich gerettet. Ich kann ihm vertrauen, zumindest im Moment. Aber ich habe das unbestimmte Gefühl, dass er mehr weiß, als er zugibt. Ja, Lara. Das kann man mal wohl so sehen. Aber, naja. Ich werde hier auch nicht die Outfits oder so wechseln, sondern... Hatte ich das nicht sogar getan gehabt? Nee, habe ich nicht. Okay. Ich werde jetzt hier nicht das Outfit wechseln, weil es einfach daran liegt, dass ich es einfach das Spiel so zeigen will, wie es ist. So, wir gucken nochmal in Kämpfer rein. Da haben wir alles. Wie sieht es bei Überlebende aus? Gucken wir mal bei Jäger rein. Wir nehmen das. Plünderer. Gut, allerdings, da sind wir wieder. Es wird jetzt definitiv ein bisschen mehr ruckeln, aber das war in der letzten Aufnahme ja auch nicht viel, viel anders. Dafür kann ich das Ganze dann aber wenigstens wieder halbwegs vernünftig rendern und dann passt das schon. So, verbinde in die optionale Mission verfügbar. Nicht schießen. Ich gehöre zu Jacob. Wir sollten auf sie warten. Aber diese Schweine haben uns gefunden. Ja. Oh Gott. Ist alles okay? Ich schaff's schon. Aber ich muss hier weg, falls die Eindringlinge zurückkommen. Da ist eine Höhle. Hinter der Brücke da. Eine Wolfshöhle. Dort sehen sie nicht nach. Aber allein kann ich sie nicht räumen. Nicht so. Wenn sie sie töten, hätten wir einen sicheren Ort zum Sammeln. Ich hätte vielleicht sogar etwas für ihre Pistole. Können sie uns helfen? Ja, natürlich. Klar. Ja, natürlich. Bleiben Sie in Deckung. Ich komme wieder. Okay, wir wollen da oben hin. Jacob hatte recht mit ihnen. Würde ich sagen, gehen wir mal in unsere... Oh. Ich würde sagen, wir suchen uns erstmal ein paar Pilze. Denn ich brauche mal wieder ein paar Giftpfeile und sowas. So, denn ich kann mich nämlich wehren. Sehr, sehr gut. Medipacks haben wir ja auch kaum. Naja, wir haben nur ein, zwei genommen gehabt. Das war die Höhle, ne? Ich brauche mal ein paar Pilze. Oh Gott, oh Gott. Munition! Auf das Gewehr habe ich voll. Ja, nehmen wir das Gewehr. Kommt. Und los. Rein hier. Halt. Weide den Hirsch doch aus. Danke. Dann würde ich mal sagen, rein hier. Auf jeden Fall, ich hatte tierische Probleme. Habe es dann mit Premiere Pro gerendert gehabt. Was übrigens weniger lange gerendert hat als Dings. Aber die Qualität war trotzdem...
ich nenne es mal top. So, die Höhle haben wir gesichert. Dann werden wir hier noch ein bisschen ausbeuten, weil wir das tatsächlich doch gebrauchen können, um Zeug und sowas upgraden zu können. Und dann machen wir uns einfach mal wieder voll und dann ist schon gut. Erzähl mir echt mal einer, warum das Spiel ab 16 ist. Ganz ehrlich, Leute. Aber gut. Oh Gott, das ruckelt schon sehr gerade. Ich glaube, ich werde den ganzen Mist hier gleich nochmal ein bisschen umstellen. Oder wir nehmen die Auflösung runter. Wir gucken mal rein. Ich habe ja die Grafik nur ein bisschen höher gestellt gehabt. Ich setze das mal auf Mittel, weil das Blooming, das habe ich nie mitbekommen. Und dann... So. Dann lädt es jetzt kurz rein und es läuft dann gleich wieder ein bisschen flüssiger. Darf ich sagen, müssen wir jetzt zurück zu dem Typen wieder? Und dann ist gut. Gott sei Dank hat sie hier eine letzte Sprintenfunktion. Und kurz die Textur nachladen lassen. 17 Bilder, es ist erbärmlich. Also wenn gar nicht alles, dann gehe ich mit der Auflösung runter, weil ganz ehrlich, ich habe keine Lust, mit der Qualität runterzugehen. Das sehe ich gar nicht ein. Ich meine, dafür habe ich doch eine neue Karte, oder nicht? So, hier ist noch ein bisschen Holz. Kann man auch immer gebrauchen zum Loot, zum Pfeile croften. Croften, hm? Croften. Lara, du heißt doch Croft, also crofte. Oh Mann. So, und hier ist der Typ doch schon, ne? Genau. Sie die Höhle geräumt? Die Höhle ist leer. Sie können jetzt hingehen. Dort sind Sie sicher. Vielen Dank. Hier, nehmen Sie. Jacob bat uns, Sie zu beschützen, aber Sie haben gar keinen Schutz gebraucht. Tja, ich kann nicht auf mich selber. Pistolenvisier, neue Ausrüstung, 3000 Credits verdient, Waffenaussätze, bla bla bla. So. Ja. Das ist schon ein bisschen geil. Gut. So, wo müssen wir jetzt hin? Keine Ahnung. Ein Verbündeten zu helfen bringt ihnen nützliche Belohnungen ein. Ja, das weiß ich doch. Dann gucken wir jetzt mal auf die Karte. Dokumento. Was ist... Haben wir das schon gefunden? Leute, ich glaube, die hören uns mal an. Viel Spaß. Okay, fangen wir an. Es ist Dienstag, der 25. Juli und ich bin hier mit Miss Lara Croft. Wie geht es Ihnen heute, Miss Croft? Gut, danke. Miss Croft, es gibt einen kleinen Witz über das Wort gut in der Psychiatrie. Es steht für Gefühle unterdrückt, Therapeut. Ich dachte, Witze sollen lustig sein. Möglicherweise habe ich den Witz überschätzt. Wie auch immer, wenn uns diese Sitzungen etwas bringen sollen, müssen sie ehrlich sein. Also, können Sie ehrlich sagen, Sie fühlen sich gut? Nein, schon länger nicht. Lara ist beinahe komplett isoliert. Aber es ist klar, dass sie leidet. Trinity wird wollen, dass ich das gegen sie benutze. Ey, so eine Schlampe, ganz ehrlich. Aber wo, seit wann haben wir das? Wo habe ich das her? Erzählen Sie mir mehr über die Träume. Albträume. Ich erinnere mich nicht an sie. Nur an die Gefühle danach. In Träumen sind unsere Gefühle oft wichtiger als die Fakten. Erzählen Sie mir mehr darüber. Angst. Schuld. Ich bin auf der Insel und meine Freunde sterben. Ich kann nichts tun und es ist alles meine Schuld. Lara, wie ich es verstanden habe, haben Ihre Freunde dort dank Ihnen überlebt. Nur ein paar von Ihnen. Niemand von Ihnen hätte überlebt, wenn Sie nicht gewesen wären. Es ist nicht Ihre Schuld. Niemand von Ihnen wäre dort gewesen, wenn ich nicht gewesen wäre. Natürlich ist das meine Schuld. Ah. Schuld ist oft die Motivation der Croft-Familie.
Wir haben das bei ihrem Vater ausgenutzt. Mal sehen, wozu sie Lara bringt. Woher? Seit wann haben wir das? Und warum habe ich das? Ich weiß es nicht. Hatten Sie seit Ihrer Rückkehr Kontakt zu den anderen Überlebenden? Hatten Sie Kontakt zu Ihrer Freundin Sam? Nein, das wissen Sie. Selbst wenn Ihre Ärzte mich ließen, sie will mich nicht sehen. Sie standen sich sehr nahe vor dieser Insel. Lassen Sie das. Es ist bestimmt schwer, von den Menschen getrennt zu sein, die man am meisten braucht. Bei einem Trauma kann es den Heilungsprozess beschleunigen, wenn man mit den ebenfalls Betroffenen spricht. Können wir diese gönnerhafte Mitleidssache lassen? Sie wissen, dass es weh tut. Ich habe es Ihnen erzählt. Aber Sam will es so. Ich muss das akzeptieren. Ich kann mir anhören, was Sie zu sagen haben. Aber Sie müssen sich jemandem öffnen, Lara. Sie sind nicht allein, auch wenn Sie das glauben. Vielleicht drängen wir Sie zu sehr. Ich werde versuchen, auf Sie zuzugehen. Wenn sie bereit ist, sich jemandem zu öffnen, muss ich das sein. So eine Schlampe. Und Sam ist genauso eine Schlampe. Wir haben ihr doch das fucking Leben gerettet im Vorgänger. Das ist jetzt doof für euch, weil wir das noch nicht als Played haben, aber das wird ja auch noch demnächst kommen. Aber so eine Schlampe. Ja, guck mal weiter. Glaube, sie hat mich gedrängt und gehofft, ich fuhr sie her. Das tat ich. Also, Lara. Ich möchte über ihren Vater sprechen. Sie haben sich an der Universität nach seinen Forschungen erkundigt. Ich hatte nur ein paar Fragen. Da ist so viel in meinem Kopf, aber mir fehlt die Verbindung. Mein Vater hat etwas untersucht, das meinen Erfahrungen auf der Insel sehr ähnlich war. Ich glaube nicht, dass das hilft, ihr Trauma zu verarbeiten. Ganz im Gegenteil sogar. Es hat geholfen. Es war ein Anhaltspunkt. Aber ihr Vater war, wie soll ich sagen, gestört. Wahnsinnig. Tja, genau das sagen die Leute jetzt von mir. Genau das meine ich, Lara. Sie können nicht weiter zulassen, dass ihre Gefühle die Oberhand gewinnen. Ein gutes Zeichen. Lara wird wütend. Und wenn sie wütend ist, handelt sie. Wir sollten sie mehr unter Druck setzen. Ihre Wut bewusst lenken. Trinity glaubt, ich verschwende meine Zeit, aber wenn jemand die Forschungen ihres Vaters knacken kann, ist es Lara. Ey, das ist ja... Seit wann habe ich sowas? Jetzt mal ganz ehrlich. Ist ja frech. Das ist das dritte Mal, dass Sie Jonah heute erwähnen. Sie haben sehr viel Zeit mit ihm verbracht. Er ist einer der wenigen, der versteht, was ich durchgemacht habe. Ich fürchte, dass es nicht gut für Sie ist, Zeit mit ihm zu verbringen. Oh, wirklich? Und warum nicht? Er erinnert sie an die Vergangenheit. Sie gehen im Kopf zur Insel zurück, immer und immer wieder. Sie schließen alles andere aus. Bei Jonah fühle ich mich wie ich selbst und er schickt mir keine Rechnung. Jonah wird zu einem Problem. Er wirkt beruhigend auf sie und sie hört auf ihn. Er wird sie von ihren Forschungen abhalten. Er muss bald von der Bildfläche verschwinden. Müssen Sie immer alles unter Kontrolle haben, Lara? Will das nicht jeder? Ich meine, niemand verliert gern die Kontrolle, oder? Aber nicht jeder hat das Gleiche durchgemacht wie Sie. Ich musste die Kontrolle übernehmen. Hätte ich es nicht getan, wären wir alle gestorben. Hat Ihnen diese Kontrolle gefallen? Sie meinen das Töten, nicht wahr? Hat mir das Töten gefallen? Ich hatte keine Wahl! Lara weicht den unangenehmen Fragen aus. Es ist schwer zu sagen, ob sie nur stur ist oder ob sie tatsächlich Angst vor den Antworten hat. Am Ende wird sie vielleicht schmerzhaft erkennen müssen, was für ein Mensch sie geworden ist. Sie weiß alles über mich. Sie hat das alles geplant, seit ich ein Kind war. Seit wann hab ich den ganzen Mist? So. Okay. Mach mal Überlebensinstinkt hier. Da soll ich hin. Okay. Ich habe kaum Munition für diese Waffe. Und ich bräuchte mal wieder... Wir gehen jetzt erstmal auf die Pilzsuche. Ganz ehrlich, Leute.
Munition. Wir gehen jetzt erstmal schön craften. Crafty muss craften. So, wir sind voll damit. Ist schon mal gut. Ich habe jetzt hier so ein Seil. Ich könnte jetzt... Wie, ich habe keinen Seilfall mehr. Okay, das ärgert mich dann gerade schon. Oh, so Bausch. Oh Gott. Ach nee, Lara. Ach nee. Wenn du aber auch nicht springst oder es so ruckelt, dafür kann ich ja nichts. Hoch hier. Beweg dich, dann wird dir wieder warm. So. Hier scheint mir gerade alles erkletterbar zu sein, aber ich meine, ich finde das gut, aber... Was ist denn das? Habe ich das Seilding nicht mehr, oder was? Weiß nicht, bringt mir das irgendwas, hier im Wasser zu schwimmen? Ich meine, sie zittert, aber... Kann ich vorstellen, dass sie jetzt, sag ich mal... Deswegen jetzt hier schon verreckt. Metallbarrieren, zerstören Sie Metallbarrieren, Sprengladung. Ja, sowas habe ich nicht. Alles Scheiße, yeah. Ja. Ruhig in die Wand, Lara. Gut, das hier hat mir eigentlich nichts gebracht. Ich muss jetzt hier so ein bisschen suchen. Ein bisschen Zeug suchen, ein paar Pilze und sowas, dass ich hier wieder für den nächsten Kampf gerüstet bin. Hier finde ich ein bisschen Bärungsgut. Oh, es ruckelt wie die Sau. Aber die Grabbeeren will ich nicht zurücknehmen. Wenn, dann gehe ich mit der Auflösung. Oh Gott. Sowjetsoldaten, hier ist was Furchtbares passiert. Kupferwerkhof. Ja, wenn ich denn mein Seil hätte, ne? Dann wäre das alles kein Problem. Aber ich habe mein Seil nicht mehr. Und das ist ein echtes Problem. Oh, ich habe wieder Pilze. Plinze. Wir müssen jetzt hier so ein bisschen durch die Gegend suchen. Und wenn ich suche jetzt hier noch einmal grob die Gegend ab und dann machen wir in der Story weiter. Immer so ein bisschen uns ein bisschen eindecken, uns vollladen, uns vollsaufen. Naja, ich kann mir vorstellen, wo wir hin müssen. Ein Eichhörnchen! Gut. Ich gehe jetzt einfach dahin, wo ich hin muss. Bisschen Tierfälle und sowas. So. Denn wir müssen uns hier jetzt so richtig schön eindecken. Denn ich kann mir nur vorstellen, dass es noch schlimmer wird im Laufe des Spielsverlaufs. So. Da muss ich hin.
Okay. Aber um hierher. Ja, wie denn? Wie soll ich das denn machen? Ich hab doch kein Seil mehr. Wenn ihr mir das wegnehmt, ihr Arschlöcher. Ah. Ich hab doch ein Seil. Lara, geht's Ihnen gut? Ja, ich bin am Fuß des alten Sowjetwerks. Ich bin auf dem Weg zum Mineneingang im oberen Teil der Anlage. Können wir uns dort treffen? Ich bin unterwegs. Wir werden erstmal schön craften. Russisch. Genossen, dieser Bericht erreicht euch aufgrund einer einmaligen Entdeckung in den Bergen bei der Freiheitsstation. Unser Minentrupp ist zu einem gewaltigen Hohlraum durchgebrochen, voller unglaublicher Ruinen und Artefakte, wie sie noch nie im Mutterland gefunden wurden. Die Arbeiter, die wir unter den Einheimischen rekrutiert haben, waren nach der Entdeckung sehr aufgeregt. Sie wissen etwas über diese Ruinen. Wir werden die Gefangenen rund um die Uhr bearbeiten. Ich glaube, wir stehen kurz vor einer noch sagenhafteren Entdeckung. Ja. Sprachkenntnis erhöht. So, da soll ich oben hin. Oder es ist ja echt unspielbar. Ich hole mir hier, ich ziehe echt bei die Gravierstellung runter. Ich meine, es sieht zwar geil aus so, ne? Aber es ist ja unspielbar, ist das ja. Solange man steht, geht es. Aber sobald man sich bewegt. Okay, Leute, pass auf. So. Und ich gehe mit der Auflösung runter. Das Problem ist auch, seit dem neuen Patch ist es jetzt natürlich auch so. Obwohl, wartet mal. Ist es jetzt schon so? Oh. Nuklearmüll und... Wir craften uns erstmal ein paar Pfeile hier. Wir gehen erstmal nach oben. Und seit dem Patch ist es jetzt auch so, jetzt sagt er mir dann auch, wenn ich die sehr hohen einstellen will, dass er eine Karte braucht, die mehr als 4 GB Videospeicher hat. Da ich aber nur 3,5 habe, es ist bei mir schwer. Dafür finde ich, läuft es erstaunlich gut. So. Lubeldold. Käfige, als wären sie Tiere. Der erste Tag in Sibirien und es passiert. 2 Jahre in Afghanistan, 1 in Indonesien und nichts. Aber ein Tag hier im Eis und zack, ich erledige einen. Die Augen des Mannes wurden glasig und er flehte mich um etwas an. Kein Russe, keine Ahnung. Ich blieb bei ihm und sah zu. Erst war er noch da, dann nichts mehr. Nur noch Fleisch. Ich habe in den Schnee gekotzt. Der war ganz rot von Blut. Jetzt ist er nur noch Fleisch. Und ich lebe. Konstantin sagt immer, dass wir aus einem besonderen Grund hier sind und Gottes Werk tun. Allmählich erkenne ich das. Ja. Ey Leute, das ist ja unspielbar. Es ist ja hier jetzt, ne?
Ich meine, wenn ich jetzt hier den ganzen Mist, ich speichere einfach mal auf dem dritten. Und dann sehen wir uns gleich. Ich stelle jetzt hier mal einfach die Gravereinstellung um und wir sehen uns gleich.